Grüß Gott, liebe Zuschauer. Zu Beginn jeder Sendung lade ich Sie, wie Sie wissen, immer zu einer relativ einfachen, lockeren Trainingsform ein, bei der sich unser Körper sozusagen warm laufen soll. Es geht dabei heute um den Schlittschuhschritt, den Sie ja von unseren Langlauftipps her kennen. Eine Technik übrigens, die schon vor gut 50 Jahren auch bei den Alpinen gebräuchlich war. Schlittschuhschritt und Umtreten sind auch heute noch fester Bestandteil eines sportlichen Skilaufs. So kommt man vor allem in der Ebene flott voran. In der Skigymnastik Schlittschuhschritt springen. Wechselspringen also nach links und rechts mit betonten Auspendeln der Beine. Und jeden Sprung natürlich ganz weich abfedern. Und am Anfang unseres Trainings natürlich ganz locker bleiben. Ja, das ist das Richtige zum Warmmachen. Und jetzt steigern wir das Tempo am Schluss. Auch den Doppelstockschub haben Sie bisher nur in unseren Langlauftipps kennengelernt. Die gleiche oder ähnliche Technik hilft uns auch beim alpinen Skilauf in der Ebene und am flachen Hang recht flott weiter. Natürlich ist wegen der kurzen Stöcke im alpinen Skilauf kein so ausgeprägtes und langes Schieben möglich. Die entsprechende Bewegung in der Skigymnastik kennen Sie bereits. Rumpf und Arme schwingen mit Beugen und Strecken. Beim Beugen ausatmen, beim Strecken einatmen. Und die Fersen am Boden lassen, ja. Ja, wenn sich die Puppe ein bisschen schwer tut, dann hören wir jetzt einfach auf, oder? Heute geht es anscheinend ganz durcheinander. Übungen und Techniken, die Sie aus dem Langlauftipp kennen, präsentieren wir diesmal im alpinen Bereich. Und nun beim Langlauftipp begegnen wir einer Geländespielform, die Sie schon einmal bei unserem Kinderskitipp gesehen haben, der Orgeltretbahn. Hier wie dort kann man dabei Geschicklichkeit, Gleichgewichtsgefühl und das Umsteigen von einem Ski auf den anderen trainieren. Giuseppe, zeig's uns doch gleich einmal. In dieser künstlich präparierten Geländebahn werden beide Beine abwechselnd gezwungen, Buckel und Mulden durch Beugen und Strecken auszugleichen. Selbst für Mitglieder der Nationalmannschaft ein Geschicklichkeitstest. Und für die Skigymnastik fällt mir dabei eine recht anstrengende Trainingsform ein. Hockstütz, rücklings und wechselseitig ein Bein abheben und strecken.
Ah, das ist anstrengend. Versuchen Sie es gleich mal. Eine ausgezeichnete Übung für die Bauchmuskulatur, für Rumpf und Schultergürtel. Ein bisschen dabei bleiben. Ja, wer in der Familienecke schon müde wird, darf ruhig aufhören. Das ist wirklich anstrengend. Aber wer noch Kondition hat, macht ein bisschen weiter. Unsere Langlaufstars, die Susi Riermeier und der Juha Mieto aus Finnland, sind natürlich noch dabei. Bis zum Ende. Und die Beine haben wir jetzt verdient auszuschütteln, ganz locker. Kleine Erholungspause. Ja, zum Orgeltreten, da haben wir uns eine ganz schön anstrengende Übung einfallen lassen. Beim heutigen Kinderskitipp mit Toni Seiler geht es allerdings weniger um eine Spielform, als um die Technik, mit der man die ersten größeren Abfahrten hinter sich bringt, den Grundschwung. Ja, sehr schön. So, liebe Kinder, heute wird es ein ganz kleines bisschen schwieriger. Wir fahren wiederum einen Flugbogen, aber am Ende vom Flugbogen schließen wir beide Ski und rutschen dabei. Und wisst, was das dann ist? Das ist dann der Grundschwung. So, ich zeig's euch einmal. Flugbogen und am Ende schließen und rutschen. Eine ähnliche Bewegung versuchen auch wir daheim nachzumachen. Wechselseitiges Umsteigen von einem Bein auf das andere, nach dem Beiziehen tief gehen. Dann wieder nach der anderen Seite umsteigen, beiziehen und beugen. Die kleinen Teleski-Zuschauer, die immer dabei sind, kennen das ja schon. Schön tief gehen, ja. Und jetzt probiert es mal drunten im Hockstütz. Ja, da ist schon anstrengender. Prima. Übers Buckelpistenfahren haben wir schon öfter gesprochen und das ist wohl auch richtig so, denn jeder von uns wird ja auf der Piste immer wieder mit diesem Thema konfrontiert. Nicht immer herrschen so ideale Schneeverhältnisse wie auf der Buckelpiste, die wir Ihnen jetzt zeigen. Bei solchen Verhältnissen kann man die Ski auch in der Buckelpiste ein bisschen laufen lassen. Sind die Buckel allerdings hoch und hart, muss man langsamer fahren, um die Geländeunebenheiten noch abfedern zu können und Bodenkontakt zu halten.
Die Buckel werden sozusagen geschluckt. Um den Idealweg durch den Mulden zu finden, das heißt also um die Buckel herumzufahren, muss man das Fahrtempo voll unter Kontrolle haben und die Geländesituation jederzeit übersehen. Nicht zuletzt sollte man natürlich auch genügend Kraft in den Beinen haben. Die Beine gleichen die Buckel und Mulden wie Teleskopfedern aus. Deshalb sprechen wir von Ausgleichstechnik. Wer vom Buckelpistenfahren spricht, muss auch von Kondition reden. Und wer in Teleski ans allgemeine Konditionstraining denkt, meint unser Disco-Training. Ich hoffe, Sie merken von Sendung zu Sendung, dass Ihnen das Konditionstraining in der Disco-Ecke leichter fällt. Die Pause wollen wir trotzdem beibehalten, weil wir Sie ja jedes Mal über das richtige Verhalten auf der Piste und auf den Loipen informieren wollen. Oder besser gesagt, über das falsche Verhalten, weil unsere Pistenteufel ja alles andere als Vorbilder sind. In der FIS-Regel 8 geht es um die Beachtung von Markierungs- und Hinweisschildern. In modernen Liftstationen informieren Hinweisschilder und Zeichen die Skifahrer über den Zustand der Abfahrtsstrecken und darüber, wie man bei den jeweils herrschenden Schnee- und Wetterverhältnissen am besten ins Tal kommt. Tiefschneefahren ist sicher der Traum aller Skifahrer. Doch die Kehrseite der Medaille heißt Lawinengefahr. Wer ein Sperrschild missachtet, begibt sich nicht nur selbst in große Gefahr, sondern riskiert auch das Leben anderer.
Ja, beim Thema Lawinengefahr hört sogar der Spaß bei unseren Pistenteufeln auf. Bitte beachten Sie wirklich alle Zeichen und Hinweisschilder in den Skigebieten, denn vor allem nach Neuschneefall begibt man sich sonst in tödliche Gefahr. Und die hohen Unfallziffern in jedem Winter zeigen ja leider, dass zu viele Skiläufer diese Gefahren völlig unterschätzen. Zurück zum Pistenskilauf. Was für den Sonntagsskifahrer häufig ein Ärgernis und für manche sogar ein Albtraum ist, gehört beim Rennläufer zum Alltag. Beinharte, eisige Pisten. Bei solchen Verhältnissen auch mit Ski zurechtzukommen, erfordert schon viel Kraft und präziseste Kantenführung. Ingemar Stenmark hat beides. Vize-Weltmeister im Slalom Bojan Krišaj. Auch ein Meister auf der eisigen Piste. Und auch bei Phil Mayer sollten Sie vor allem die Skiführung auf dieser Eispiste beachten. Unser Kantentraining kennen Sie bereits. Beugen und strecken, beim Beugen die Knie abwechselnd nach links und rechts drücken und die Füße auf die Kanten stellen. Dazwischen immer kurz aufrichten, ja. Tief und hoch und tief und hoch. Und jetzt machen wir das Ganze gleich ein bisschen flotter und gehen hin und her. Sehr schön, ja. Denkt an die eisigen Pisten. Und die Beine auslockern. Das tut uns gut nach der Belastung. In jeder Teleski-Sendung beobachten wir die Weltelite in Zeitlupenstudien, denn die Skitechnik der letzten Jahrzehnte hat ja sehr viel vom Wettkampfsport gelernt. Ein Beispiel dafür, das sogenannte Jetten. Aus der beschleunigenden Rücklage beim Steuern wird der Rennläufer da häufig, unfreiwillig allerdings, direkt hinausgeschleudert. Schauen wir uns das gleich mal bei Steve Mayer an. Achtung! Hier! Im wahrsten Sinne des Wortes ins Schleudern kommen Läufer häufig mit hohen Startnummern. Aber auch für die Weltelite gehört Zaubern zur weißen Kunst. Ein Meister-Chatter ist Bojan Krišaj. Besonders in ausgefahrenen Slaloms, auf Buckelpisten und im Tiefschnee kann die Jetbewegung jedem Skifahrer nützen. Hier zeigt der Skilehrer betont demonstrativ die Jetbewegung bei der Schwungauslösung. Kurzzeitige Rücklage, die am Schwungende dann wieder abgefangen wird. Eine gute Trainingsform für die Jetbewegung, Hockstütz rücklings und Streckdrehen der Beine im Sprung, wechselseitig links und rechts. Dazwischen also immer wieder anhocken, das ist anstrengend, versuchen Sie es gleich. Wem das zu schwierig ist, der darf sitzen bleiben und er dreht die Beine aus dem Schwebesitz.
Ja, das ist eine hervorragende Trainingsform für die Kräftigung der Arm- und Schultermuskulatur. Und noch ein bisschen dabei bleiben. Ja, das ist die einfachere Form. Es war ziemlich anstrengend, also jetzt die Beine lockern und kleine Erholungspause. Am Ende unserer heutigen Sendung testen wir wieder Ihre Kondition und dabei zeigen wir Ihnen faszinierende Aufnahmen von einem fantastischen Skiberg in Neuseeland. Es ist der Naura Hoe, ein mächtiger, rauchender Vulkan. Bei der Abfahrt von diesem Riesenkegel sollen Sie daheim 2 Minuten lang mitwedeln. Zuerst 1 Minute lang Wedelhüpfen und dann 1 Minute lang Sitzwedeln. Und Irene Epple, Franz Klammer und Harti Beirater, die zeigen Ihnen wieder mal, wie es gemacht wird. Irene, bitte Wedelhüpfen. Und der Franz und der Harti sitzwedeln. Ja, zuerst aber stelle ich Ihnen diesen eindrucksvollen Vulkan einmal vor. Ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Der letzte Ausbruch des Naura Hoe liegt erst ein paar Jahre zurück und deshalb, und weil der Anmarsch viele Stunden in Anspruch nimmt, ist dieser Berg für die Einheimischen als Skigebiet praktisch tabu. Beim Anstieg zum Krater zeigte sich, dass der Schnee alles andere als pulverig war. Eine Mischung aus Bruchharsch und Eiskruste. Zunächst aber dachten wir weniger an die Abfahrt als an den Krater, dessen Schwefeldämpfe uns in Mund und Nase drangen. Der Vulkan begann besonders stark zu rauchen und zu rumoren und wir hatten wirklich das Gefühl, dass Besucher da oben unerwünscht sind. Mit einer Mischung aus Freude und Nervosität nahmen wir dann die Abfahrt der Westflanke des Vulkans in Angriff. Beim Wegfahren hatte man das Gefühl, dass der Schnee aus lauter kleinen, korallenförmigen Eiszapfen bestand. Abwechselnd mit blanken Eisplatten. Der Hang selbst aber war riesig, gleichmäßig steil abfallend, ohne jedes Hindernis. Ja, und Sie zu Hause sollen sich jetzt bereit machen zu unserem Test zum Wedelhüpfen. 1 Minute Wedelhüpfen, auf die Plätze, fertig, los geht's. Und beim Wedelhüpfen ans weiche Landen denken. Die ersten 30 Sekunden wären geschafft. Ja, noch ein bisschen durchhalten. 10 Sekunden noch. Dann haben wir den ersten Teil hinter uns. Noch 5. Noch 3 Sekunden und dann runtergehen zum Sitzwedeln. Es geht weiter im Test mit Sitzwedeln. Die Beine also abwechselnd links und rechts anhocken. Den Oberkörper gegendrehen.
Noch 30 Sekunden. Hartes Training für die Rumpf- und Bauchmuskulatur. Zehn Sekunden noch. Die halten wir noch durch. Fünf, vier, drei, zwei, eins und bis zum Schluss. Sehr schön. Die Beine auslockern, bitte aufstehen, locker ausschütteln. Erholungspause. Ja, der Hang des Narahoe, der geht zwar noch ein bisschen weiter, aber unsere Sendezeit ist schon abgelaufen. Ja, wenn Sie die zwei Minuten durchgehalten haben, dann sieht es jedenfalls mit Ihrer Kondition und auch mit Ihrer Bauchmuskulatur nicht schlecht aus. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren, hoffe, dass Sie neben der Plagerei auch ein bisschen Spaß beim Mitmachen hatten und ich freue mich, wenn wir uns nächste Mal wiedersehen.